Die Aomida ist ein kreativer Sammel- und Begegnungsort für Kinder aus unseren städtischen Kitas. Die Krippen, die Kindergärten und die Horte dürfen zu uns kommen und sich an diesem wunderbaren Ort kreativ ausleben. Diese Materialien, die wir hier haben, die sind alle kostenlos geschenkt quasi von Industrie, Handel und Wirtschaft. Dinge, die eigentlich in die Tonne geworfen werden würden, aber hier einen neuen Sinn bekommen, Kinder kreativ inspirieren zu irgendwelchen Dingen, die sie gerade so im Kopf haben. Es gibt keine Bastelanleitungen hier, es gibt nur die Fantasie der Kinder. So ein Spielzeug, das man so kaufen kann in den Läden, ist das eine. Aber daneben gibt es einfach Dinge zum Spielen aus dem Alltag. Und das bewirkt einfach, dass Kinder kreativ werden. Und für uns Erwachsene, Erzieher, Erzieherinnen, pädagogisches Fachpersonal, Eltern, ist es ganz, ganz wichtig, die Kinder da zu begleiten und mit ihnen von Frage zu Frage immer weitergehen, ein Stück weiter auf den Spuren, die Kinder gerade interessieren. Aomida ist eine Idee aus Italien, aus Reggio Emilia. Dort gibt es die Remida und hier in Augsburg die Aomida. Au für Augsburg. Und Mida war der König, ein griechischer König, der Sage nach unter dessen Händen Materialien, Dinge zu Gold wurden. Auch das versuchen wir hier, Dinge zu Gold werden zu lassen. Und ich glaube, es ist uns auch ganz gut gelungen.